Heute Morgen voll die Reibereien. Wunderschönen guten Morgen. Schon wieder stehe ich hier am Herd. Sogar der Toilettengang war echt schräg. Wir respektieren unsere Kinder. Andreas wollte jetzt das Auto schon mal anmachen. Ja, jetzt springt es wieder nicht an. Großeinkaufen Wohnmobil. Unser Auto ist gefahren, unser Auto. Und jetzt sind wir endlich da. Und jetzt sind wir endlich da. Und was sagen wir? Tralala. Tralalala. Yes, willkommen. Wer ist da? Sind das die neuen Nachbarn? Nein, das ist Papa. Nachbarn? Was für Nachbarn? Papa. Joseph sieht immer so lecker aus. Papa. Alles an, Heizung an. Zur Not ist es gerade genug zum Schieben, ne? Ja, ne? Ja, das dahin ist echt gut schieben. Ja, aber wir wollen nicht mehr schieben. Ich glaube auch nicht, oder, Juno? Ich glaube auch nicht, dass wir müssen. Wir wissen hier jetzt. Ich muss eigentlich mich mithelfen. Mit mir hat das ohne mich würde das auch wir sind hier. Nein, du musst mithelfen. Nee, hast du etwa nicht richtig gemacht? Hast nicht gemerkt, sobald einer nicht mitgeschoben hat, kam man nicht von der Seite. Wenn Mama nicht mitgeschoben hat. Mama ist Halkine! Mama, weißt wenn du, wenn du so Halkine bist, kannst du die Kamera auch nicht. Die ist voll schwer. Oh! Ich habe dir Gas schon angemacht. Merci beaucoup. Oh, du warst da mit Joseph und wir konnten nicht schieben ohne dich. Du warst ich halt weiß, sag's nochmal an die ganzen Zuschauer. Ohne Mama läuft. Mama ist Hulk. Mama ist Hulkine. Hulk, Hulk ohne Wutz. Mama, raus, gleich gehst du erstmal anziehen. Mama kann kochen und J und J gehen raus. J und J? J, J und J. Jerome, Joseph, Kivan. Was? Lida. Du bist nicht Lida. Du bist Joseph. Joseph. Juno. Juno. Und Jerome. Mama. Oh. Hey. Ja. Wir machen Folgendes. Batsch. Was? Dabei. Batsch. Hier. Batsch. Hier. Findet ihr den Platz? Batsch. Hier. Wir können hier gut Fahrrad fahren. Batsch. Ja, wir stehen ziemlich gerade. Das ist geil. Kein Spielplatz, ne? Ja, wer weiß, vielleicht noch um die Ecke irgendwo. Aber ich glaube eher nicht. Dafür haben wir Fußballfläche, gerade stehen und Fahrradmöglichkeiten, ja. Fahrradfahrmöglichkeiten. Und ein Bingo. Dingo. Dingo wird vermisst. Vielleicht finden wir Dingo. Alle haben ein bisschen Energy. Too much Energy. So, okay, Freunde, wir müssen ausmachen, weil wir machen jetzt Musik an. Beim Kochen wird noch Die Musik ist nicht GEMA-frei. Und die ist nicht GEMA-frei. Sind wir endlich angekommen. Du brauchst nicht mehr sitzen, ne? Es wird gepupst. Da kommt ein Auto. Das gibt's doch nicht. Sofort die ersten Nachbarn. Alles gut. Ich wollte sagen, da bald wird geputzt und hab gesagt, gleich wird gepupst. Und am Abend verwandelt sich das Kinderzimmer in ein Dreifach-Kinderzimmer, ne? Ganz unten darf Joseph sein Spielzeug rausholen. Ganz frisch ist die Holzeisenbahn eingezogen. Jerome ist gerade in seinem Zimmer und genießt Privatsphäre. Joe ist noch hier bei uns. Das Geschirr vom Abendessen steht noch. Juno und Papa sind im Watson. Wohnzimmer. Lässt du die Leute da mal Slash Esszimmer. Und Randale, Watson. Denkt er, wäre unsichtbar? Oh, wo ist denn Watson hin?
Fotzen, hallo. Und so klingen wir jetzt in den Abend hinein. Ich denke noch eine halbe Stunde, dann geht unser Joe ins Bett. Zug, Chuchu. Und wir verdrücken dann noch ein Eis. Morgen gibt es verschiedene Sorten Brot. Ich glaube, das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube auch. Das Runde und das Erste, was du genommen hast, ich glaube, das schmeckt auch gut. Diese kleineren, ne? Das riecht zumindest gut. Das Kürbis, meinst du? Ja, das weiße Kürbis. Schauen wir mal. Ansonsten, die Aussicht ist auch schön. Wir haben wieder einen Stausee vor der Nase. Gehen wir morgen raus heute. Bringt das nichts mehr mit dem Licht. Alles hat super geklappt. Alle sind zufrieden. Wir überlegen schon die nächsten Schritte, wann wir wo ungefähr sein möchten. Wie weit sind wir jetzt von der russischen Grenze insgesamt? 277 Kilometer. 277 Kilometer und einmal möchten wir noch einen Campingplatz anfahren. Vor Russland einmal frisch duschen, ne? Nicht nur Waschlappen, also nicht nur Katzenwäsche. Wäsche waschen. Wäsche waschen wahrscheinlich. Sollte der nicht aufhaben, dann klingeln wir bei irgendeinem privaten Haus. Aber ich denke, der wird aufhaben. Müssen die Tage noch Wasser nachfüllen. Ja, und Wasser nachfüllen. Ansonsten denke ich mal, wenn es morgen alles gut ist, nichts dazwischen kommt, dann bleiben wir wahrscheinlich auch noch hier. Ich wollte noch die kopierten Dokumente alle sortieren, schon passend legen. Da haben wir dann Zeit. Und dann schauen wir mal. Okay, хорошо. Okay. Понимаешь, да? Да, понимаю. Вот, поэтому вот эти нюансы надо обязательно соблюдать. И вот поедешь в Краснодарский край, там заглохнешь вот на этих моментах уже. Ага, хорошо. Хорошо. Поэтому решать тебе, но я советую делать все здесь и потом езжать с готовыми документами вниз. Ну, я, да, мы так и не против. Мы так и думаем, что так лучше будет, да. Из-за этого и начали. Снимите здесь жилье. А у нас все. Мы живем в автодоме, нам жилье никакое не надо. Ну, я знаю, но тогда надо смотреть, где можно остановиться, чтобы никто не мешал, да? Ну да. Скажем так. Ну там посмотрим, да. Где есть возможность. Ну, найти, я думаю, можно этот момент, это не так сложно. Вот, как сказать, да? В любом случае, да, можете к нам приехать. Ну, и насколько я смогу, я, конечно, подскажу, помогу, не вопрос. Хорошо, спасибо большое. Это значит Führungszeugnis и это Registrierschein, да? Да. И так, и все, да? Потом. Теперь смотри, в немецкое консульство пишешь туда такое письмо о том, что они тебе дали термин, чтобы получить консульскую справку. Плюс ко всему прикладываешь документы. Твое свидетельство о рождении с твоим переводом. Регистрируешь, не прикладываешь. И твой паспорт сейчас не прикладываешь. Все, даже не А это тогда надо будет уже, когда мы уже будем в России, с России, да, делать термин? Да, ты можешь уже сейчас это подготовить. Ты понимаешь, они долго термины делают. Да? Тебе же надо, чтобы быстрее все было. Ну да. Ну, у нас 3 месяца на визу сейчас есть, начинаем. Да, скажем так. Ну, а что, будешь 3 месяца ждать? Ну, нет, не хотим никак. Ну вот, поэтому сейчас делай. Тебе это не мешает онлайн делать. Дату назови, что с тобой. А позвонки потом будут спросить термин гейму. Окей. Понимаешь? Ага. Чтобы они тебе дали термин. Ага. Даже сейчас из-за пандемии надо, блин, все заранее термины делать. Термины они тоже могут за месяц, за два делать. За месяц, за два? Поэтому сейчас делай. А, хорошо, тогда сделай. Это немецкое посольство в Москве. Да, Deutsche Botschaft in Moskau. Термин, окей? Да. Обязательно термин делай там. Потому что Егор, у меня там сейчас один пытается термин, говорит, они вообще бараны, не хотят ничего делать. А без этой справки ты просто никто. Ну да. Звать тебе никак. Понятно, хорошо. Тебе скажут, извините, ты не тот человек. Вот как ты докажешь, что это твое свидетельство о рождении?
Ну да. Это перевод, это липое дело. Ну да, ну да. Это не документ. А у тебя ведь русская... А, ну, русская, надо. У тебя ведь русский... А, там русская гбоцукунда, да? Ну вот именно, что гбоцукунда стоит. Одно имя, а в другое. А сейчас ты стал Андреасом. Кто ты там? А, ну-ну-ну-ну-ну. Або мне кажется, тут в гбор... А, там написано что-то по-другому. Ну да, ребята, это не поверят, да? Понимаете, да? Одна буква, одна точка, это уже КАУ. Мы уже слыхали, да. Я поэтому заранее хочу вот эти моменты все прочистить, как говорится, чтобы вы уже если делали документы, чтобы у вас все было супер четко. Да, да, понятно. Только понятно. В таком случае вы пройдете все без запинок. А на детей... Документы будут не в порядке, дети потом автоматом пойдут. Окей, окей. Хорошо. Good. Детей потом под себя подашь автоматом, и все. Вообще у детей уже есть гражданство. Ну-ну-ну-ну. По идее. Ну да, по идее, да. Поэтому можно даже параллельно на детей сделать еще другое, сделать запрос. Просто пока ты будешь оформлять свой вид, делаешь параллельно запрос на детей. Это я скажу, как делать. Хорошо. Кто хочет, я, пожалуйста. Ну да. Но мы самое главное сейчас знаем, какие у нас сейчас nächste Schritte. Да. И это... Я вам все пошагово скажу. Жена приедет, сразу подает нам внутренний паспорт. Подав на внутренний паспорт, оставите антрак на детей. Ну-ну-ну-ну. А муж это делал, вот и все. Просто вы знаете, что, конечно, когда ты новый в стране, мы как... Вообще не знаем, не знаем куда, куда идти, да, и это все из-за этого нам и проще с вами будет. Возьмете нас за ручку, и мы... Не проблема. Это нам очень поможет, а все другое уже как-нибудь будет. Лучше так, а потом спокойнее все будет становиться на место, чем нам это где-то бегать туда-сюда и потом. Еще с детьми, най-най. Мы это гены нуцуем. Скажите, нет, отсюда мы не хотим, что нам понравилось. Мы так и не остались. Да? Всякое бывает. Мы не такие люди, которые сейчас... Куда-нибудь себя фестбиндовали. Да, это... Мы везде, да. Мы свободные. Просто что насчет документов, нам, конечно, в Германии мне это проще, мне еще не так легко с русским языком и писать, и читать. Из-за этого, конечно, с помощью будет намного быстрее, легче и проще. Я вам адрес напишу, Супер. Вы достаете то, что я вам сказала. Угу. Ну и все остальное будет потом на месте. Большое-большое спасибо. Благодарим. Не за что. Приятного дня. А, всего хорошего. Ага. Потом там еще там созвонимся или спишемся. Да-да. Ага, данка. Ага, чус. Ага, давай, чус. Чус. Deutschland oder Mausland? Ich bin aktuell im Ausland. Wir haben uns aus Deutschland abgemeldet und ich brauche fürs Ausland ein Führungszeugnis. Wie könnte ich das beantragen? Ja, da gibt's ihm jetzt mal eine Durchwahl. Haben Sie was zu schreiben? Ja. 0228 8410 8410. Einmal möchte ich kurz erwähnen, was es zum Mittagessen gibt. Für Carlos und alle, die es interessiert. Wir haben heute Pellkartoffeln mit rotem Betasalat oder Nudeln von gestern. Essiggurken. Hallo Carlos. Einer hat noch Thunfisch dazu. Mayo und Ketchup sind unser ständiger Begleiter. Salz und Letter. So ist das. Alle haben Hunger. Piep, piep, piep. Alle lieb. Josef. Warte noch. Wir machen noch piep, piep, piep. Warte, ich brauche irgendwas zum Abstellen hier. Nein, wir machen noch piep, piep, piep. So. Mal gucken, ob es...
Freunde. Wartet, wartet. Jose, warte. So. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb und wünschen guten Appetit. Haut rein. Schmeckt fein. Sehr gut. Aua. Oh, warum machst du denn Aua? So, Jerome, du musst nicht wie ein Autist wieder. Guten Appetit. Heute ist der 9. April und in 4 Tagen hat Joseph Geburtstag. Und in 6 Tagen dürfen wir die russische Grenze passieren. 6 Tagen. Mhm. Gestern in einer Woche. Jetzt haben wir nicht gekämpft. Heute gab es wieder Salat. Gibt es wieder Salat? Gab es, als ob du es schon gegessen hättest. Aha. Ja, mal raus, Papa, iss in Ruhe. Wer war hier dran? Juno. Mäuschen. Mäuschen? Und Käse. Käsemäuschen. Ich habe noch 2 Eier. Von gestern? Nein. Ein Stück Käse. Oh, warte, warte, halt fest. So. Wie war die Nacht? Ihr habt Joseph echt nicht gehört. Das war das erste Mal, dass Joseph auf einmal nachts aufgesprungen ist. Runter, runter, Essen, Hunger, Klo, alles auf einmal. Ich dachte, was ist jetzt los? Schönen guten Tag. Wir sind gestartet. In alter Kombi, wie gewohnt, alle Mann an Bord. Heute geht's weiter, 108 Kilometer haben wir uns vorgenommen. Wir peilen einen Campingplatz an diesmal. Ausnahmsweise mal. Hier ist doch momentan echt wenig Sonne und wir haben jetzt 2 Tage Schwierigkeiten mit der Batterie gehabt und wollten uns ein bisschen Strom gönnen. Wir haben ein bisschen was am Laptop zu tun und das bietet sich an, auch wenn das eigentlich nicht unsere Favoritenplätze sind. Ich habe jetzt schon mit der Dame telefoniert, der Campingplatz ist eigentlich erst regulär ab 1. Mai offen. Da ist unser Randale-Wotzen, der ist wieder am Kontrollieren. Wir haben es 14 Uhr. Mit der Dame vom Campingplatz konnte ich auf Russisch reden. Das war ihr lieber als Englisch oder Deutsch. Und immer wieder rechts hier am See. Thank you.
jemand von innen. Diesen, der von kein Gewinde hat. Einer der größten. Ja, genau den. Den hier. Ja, Moment, Moment. Zeig mal. Nochmal, welcher ist das? Der hier. Passt. Sehr gut. Das ist das Gute am Auto. Wir haben damals echt die ganzen Adapter schon mit dazu bekommen. Und bislang hatten wir da keine Schwierigkeiten. Einer passte immer. So, dann haben wir heute 106 Kilometer vor uns und sind dann echt ziemlich nah an der Grenze. Eigentlich dachten wir, wir fahren den Campingplatz wirklich an, um zu duschen, zu waschen eventuell, wenn es die Möglichkeit gibt. Das habe ich gedrückt. Und was noch? Aber wie gesagt, wegen dem Strom haben wir jetzt gedacht, fahren wir einfach gucken. Soll auch schön gelegen sein in der Natur. Schokolade und Chips, was sonst, ey? Nein, noch nicht. Nein, die hältst du jetzt, zwing dich. Die Dame sagte noch, die haben momentan total Chaos. Also ob man da die Küche und sowas benutzen könnte, weiß sie nicht. Die sind entweder im Umbau oder am Aufräumen. Aber das ist ja für uns uninteressant. Ich habe gesagt, das brauchen wir auch alles gar nicht. Zur Not, wir haben ja alles dabei. Also wie gesagt, nur Strom wäre super und eventuell wenigstens Wasser nachtanken. Sonst würden wir an der Tankstelle fragen. Mal gucken. Dusche wäre echt optimal. Aber was nicht ist, ist nicht. Und dann wollten wir direkt von diesem Platz eigentlich auch nur noch, das ist so in der Nähe von der Litauen-Lettland-Grenze, und da wollten wir von dem Campingplatz direkt durchfahren bis zur russischen Grenze am 15. Mal schauen, ob wir das wirklich so machen. Wir haben noch, heute ist der 9., wir haben noch 6 Tage Zeit, um uns das genau zu überlegen, wie wir das handhaben. Erstmal dort ankommen auf dem Platz, wenn das so ein Horrorplatz ist, dann glaube ich, bleiben wir nicht so lange da. Mama, magst du es anderen etwas zu erzählen? Möchtest du gerne Erzählerin werden? Ich bin eine Erzählerin. Nur ihr hört mir ja nie zu, deswegen muss ich andere Leute vollquatschen. Ja, deswegen musst du die Kamera vollquatschen. Ja, ich mach das jetzt. Wenn's nicht gut ist, dann kann... Wenn's nicht gut ist, dann kann ich ja immer noch... ich kann den Adapter noch mal rein, in die Kamera reinhalten, falls jemand Interesse hat an Litauen und LPG-Tanken. Das sind so die... Adapter dafür. Und jedes Mal unterbricht mich einer und ich habe überhaupt keine Ahnung, welche. Da hat man ja auch noch einmal am Samstag.
geht noch. Ich rieche mich noch nicht selber, sagt sie. Aber wir sind ja auch bewusst diesen Weg gegangen und wie gesagt, hier in Litauen ist auch noch nicht Saison für die Campingplätze, sonst hätten wir uns da Abhilfe geschaffen. Deswegen fahren wir ja auch einen an. Aber meine Güte. Zwischendurch echt ganz schicke Häuschen und bei einigen denke ich mir, oh bitte, bitte, kommt hier hin. Schaut doch euch dieses Land an. Es ist so wunderschön. Wenn ihr von irgendwie von, besser gesagt, wenn ihr ortsungebunden Geld verdienen könnt, warum nicht auch aus Litauen? Schnappt euch so ein Häusle und macht es euch fertig. Es sieht, wenn ihr auf Winter steht besonders. Ja, auf Winter oder eben, wenn euch der Winter nichts ausmacht, wenn euch dieses Gräuliche nichts ausmacht. Im was? Ja, es war jetzt schon sonnig, aber für Solar zu wenig, würde ich behaupten. Und für mich persönlich auch, ich bräuchte etwas mehr, muss ich sagen. Aber ich glaube, wenn man hier im Sommer gewesen ist, will man vielleicht wirklich nicht fahren. Deswegen kommen wir auch nicht im Sommer her. Oder zumindest jetzt noch nicht. Aber es sind wirklich so schicke Häuser. Autos haben die auch voll viele coole Autos. Die Jugend fährt richtig schicke Autos. Wirklich. Und die Menschen echt offen bislang, die wir getroffen haben. Super nett, freundlich, hilfsbereit. Wir können noch mehr.